Klaus Wilbers gibt den Startschuss. Der Esenser Bürgermeister eröffnete am Dienstagabend pünktlich um 19 Uhr den 34. Ossilob in Bensersiel. Mehr als 2800 Läufer haben sich für die 6 Etappen nach Leer angemeldet. Eine neue Rekordbeteiligung. Groß und klein, jung und alt, Profi und Freizeitläufer. Der Ossilob zieht ein buntes Publikum an. Kühle 10 Grad und ordentlich Wind gab es zum Auftakt, doch das stand dem Spaß nicht im Wege. Aber sieht ja so aus, als wenn es heute trocken bleibt. Wind von der richtigen Seite, kann losgehen. Das ist eine ganz gute Voraussetzung heute. Als es heute Mittag so regnete, hatte ich meine Bedenken. Jetzt bin ich total gut drauf. Der Wind steht richtig, wir werden einen schnellen Lauf nach Esens haben. Also Dörloper ist eine Pflicht auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, und sonst mal gucken, wie die Zeit das wird. Wir drei haben uns immer so ein bisschen im Nacken gegenseitig. Wird eigentlich ganz witzig, glaube ich. Vom Bensersieler Hafen machten sich die Läufer auf die 11,3 Kilometer lange erste Etappe nach Dunum zum alten Postweg. Während Georg Dietrich bereits nach 37 Minuten und 35 Sekunden die Ziellinie als Erster überquerte, kam die letzte Läuferin erst nach mehr als einer Stunde und 46 Minuten in Dunum an. Doch die Zeit ist nur zweitrangig, denn dabei sein ist alles. Der olympische Gedanke steht auch beim Ossilob an erster Stelle. Unter dem Applaus einiger hundert Zuschauer konnten sich alle Läufer feiern lassen und nach der Zielankunft ihre verdiente Stärkung abholen.